Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen. Wisst ihr, was wir heute machen? Wir spielen heute das wunderbare Spiel mit dem Namen Tin Can. Und ich lese euch das hier kurz vor. Ich weiß, die meisten von euch können natürlich selber lesen, aber es ist natürlich immer ein bisschen immersiver, wenn ihr mitlesen könnt, während ich vorlese. Denn dann bekommt ihr das Gefühl von, ey, da ist jemand, der liest mir das vor. Dann brauche ich selber nicht machen. Außerdem machen sich manche das Video an und gehen dann in die Küche putzen oder legen noch ein Ei und das Handy bleibt im Wohnzimmer liegen, was eigentlich Quatsch ist. Kein Mensch lässt das Handy im Wohnzimmer liegen. Und oh Mann, habe ich viel Pollenstaub auf meinen Geräten, sehe ich hier gerade. Ach du meine Güte. Naja, Leute, willkommen an Bord der Blechdose, die sogenannte Tin Can. Tin Can soll ein immersives Weltraum-Survival-Erlebnis schaffen. Es erfordert Geduld, Übung und viele Spielertode. Also viele Spielertode, ja, okay, Übung ist okay, kommt mit dem Spielen. Es erfordert Geduld. Wir werden sehen, was passiert. Vielleicht werde ich schreien, weinen und mir mit dem Fingernagel die Iris von der Pupille zurzen, aber wer weiß das schon. Damit man nach und nach die Komplexität der Rettungskapsel und ihrer Systeme versteht, es wird dringend empfohlen, sich etwas Zeit zu nehmen und das technische Handbuch für die Rettungskapsel zu lesen. Leute, wer liest das technische Handbuch? Ich bitte euch. Das schreiben die da rein, damit es keine negativen Bewertungen gibt. Aber da sind wir doch mal jetzt ganz ehrlich dabei, ja? Und, also, wer liest schon das technische Handbuch? Ich meine, das ist irgendwie eine Rettungskapsel. Ja, das ist eine Rettungskapsel, da rettet man sich drin. Ja, du bist so an Bord von einem Raumschiff mit 1000 Mann oder was, ne, bist gerade irgendwie auf dem Weg nach Alpha Centauri und, bist gerade dabei, irgendwie die Geburtenrate zu prüfen und dann auf einmal, und dann geht man in die Rettungskapsel und dann sitzt man da drin, feuert das Ding ab und dann fällt einem auf, kacke, ich habe nie die Anleitung gelesen. Und genau so mit dem, Setting, mit dem Grundsetting werden wir das auch spielen. Also so läuft das. Ich werde oft sterben, also jammert nicht rum, es ist so. Ja, erfreut euch lieber daran, ja, lasst auch mal ein bisschen euren Sadisten raus und dann ist alles gut. Die Schadenfreude siegt am Ende und ist auch eine Freude, ja, also besser Schadenfreude als gar keine gute Laune, oder? Alles ist simuliert, bis auf jede einzelne Komponente und reagiert dynamisch auf Ereignisse und die eigenen Handlungen. In der alten verrosteten Raumkapsel kann kein Kundendienst deine Schreie hören. Doch falls du dich da draußen ein wenig einsam fühlst, kannst du dich gerne unserer Community auf Discord anschließen. Viel Spaß im Weltraum, das Tin Can Team. Okay. Okay, Leute. Wir machen den normalen, Rettungsmodus. Lade die Komponenten in die Kapsel und fliehe, bevor es zu spät ist. Und halte die Funkbare, den Rescue-Birken, aktiv, um gerettet... Ach so, okay, Moment, das ist also so eine Art 60 Seconds, also so vom das Grundprinzip, ne? Ich kann Sachen sammeln und dann geht's irgendwie los, oder was? Oh, okay. Man kann auch das Szenario editieren. Überlebe 6 Minuten. Halte die Funkbake aktiv, okay. Tutorial nicht abgeschlossen, bist du sicher, dass du bereit bist? Soll ich erst das Tutorial spielen? Ja, geht schon. Okay. Wir werden auf jeden Fall richtig übel sterben. Aber ist egal. Lernen durch Schmerz. Das ist das Prinzip heute. Und vielleicht auch in den nächsten 2-3 Episoden. Kernschmelze, begib dich zur Rettungskapsel. Kann ich Sachen mitnehmen? Die sind Stromverteiler. Wie viele kann ich davon einsammeln? Immer nur ein? Warning. Drücke Left Shift zum Sprinten. Left Control zum Hocken. Wie viele Stromverteiler brauchen wir denn? Hier ist ein Datenkabel. Können wir auch eine Kiste irgendwie mitnehmen? Gibt es hier eine Kiste? Irgend so ein Hochleistungsgerät? Wir haben echt nicht viel. Wir haben ja wirklich nur 60 Seconds. Keine Ahnung, Stromwandler? Oh Gott. Hier ist gar nichts drin, oder? Was ist das? Ein Warnhinweis. Okay, 4, 3, 2, 1. Okay. Eine Minute haben wir geschafft. Hier, Warnhinweis, Master Warning. Kann ich das jetzt schon einbauen eigentlich? Nee, ne? Hier ein Luftfilter, das ist doch was man bestimmt brauchen kann.
Eine Pumpe? Ich habe keine Ahnung von diesem Escape-Pod-Ding. Hier ist ein Ausschalter, das könnten wir vielleicht auch gebrauchen. Ein CRT-Monitor. Okay, keine Ahnung. Okay, wir schalten das mal jetzt einfach. Ich habe jetzt mal 5 Teile reingetan. Oh Gott. So, halt mir die Griffe fest und zieh. Drücke Left Shift, Left Control, um mich beim Festhalten des Bügels nach oben oder unten zu bewegen. Okay, es geht schon irgendwie. Noch ist ja hier nicht schwerelos. Eine Pumpe. Das kann ich auf und zu machen. Öffnen. Kann ich hier eine Pumpe einbauen irgendwo? Da, guck mal. Obwohl die Pumpe, ich lasse das mal offen, oder? Luftfilter? Ich den da reinsetzen? CRT-Monitor. Stromwandler. Ach, guck mal, hier ist aber Zeug drin. Was haben wir denn hier? Eine Sicherung, Flüssigstickstoff, Pumpe. Da ist der Basketballkorb. Ah, guck mal. Hier kann ich das reinsetzen. Okay, es fehlen mir trotzdem übelst viele Teile offensichtlich. Atembare Luft ist okay. Monitor rund. Ein Ausschalter, Notfalllichter. Oh! Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das sind merkwürdige Geräusche. Ist das. Okay, wir fliegen hier durch irgendein. Es sieht nicht gut aus. Es rappelt. Ganz komisch. Hier ist Storage. Electronic Storage. Ach, guck mal, hier sind auch noch Sachen drin. Da. Datenkabel. Oh Gott, oh Gott. Hm, hm, hm. 21,6 Grad. Fürs Resetten drücken. Hier ist das technische Handbuch. Eine Dichtstoffpresse. Was ist das hier unten eigentlich? Das Pressure-System. Luftfilter. Steckt da auch noch mit drin einer? Ah, okay. Steckt ein Luftfilter mit drin. Der scheint aber in Ordnung zu sein. Da ist auch ein Luftfilter mit drin. Oxygen. Gefahrenwarnung. Sauerstoffflasche. Haben wir noch eine neue Sauerstoffflasche irgendwo? Batterie, Elektrik, High Capacity Hydraulics, Display, Electronic. Da ist nichts drin. Hier ist ein Luftfilter noch drin und eine Pumpe. Ja, ist doch gut. Klappe. Der Oxygen, wir haben ein Problem. Wahrscheinlich bin ich, du solltest die Ursache des Problems schnell finden, bevor du das Bewusstsein verlierst. Set Auto on off, set on off. Was ist das hier? Sicherung? CRT-Monitor.
Hauptrechner offline. Was ist das Problem? Da ist die Sauerstoffflasche. Da ist doch noch was drin. Aber nicht mehr viel. Okay, ohne Sauerstoffflasche haben wir ein Problem, Leute. Ohne Sauerstoffflasche wird es hier gleich extrem unangenehm. Ist hier irgendwo noch ein Schrank? Ich kann mich nicht konzentrieren. So. Ich bin die Ursache und bin das Problem. Kohlendioxid, lilane Kabel. Ich leg mich einfach ins Bett. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, okay, okay. Logic Power Components. Oh Moment, Main Computer Logic System. Hier sind auch noch Sachen drin. Drücke F zum Öffnen. Ich drück mal hier, was ist das? Eine Dichtstoffpresse. Kann ich da mit Dichtstoff irgendwo reinpressen? Jerry, can you hear me? Ich kann dich hören. It's me. I'm aboard the rescue ship. We're almost there. Just keep your beacon online a few more seconds, so we don't lose. Ist das mein Beacon? Oh Gott, okay, 6 Minuten 53. Wir haben es aber geschafft. Okay, Kapselzustand 96%. Das war gar nicht so schlecht. Bei einem Innendruck von unter 0,3 Bar reicht nicht einmal 100% Sauerstoff zum Überleben. Okay, Moment. Also müssen wir den Innendruck auch hochhalten. Okay, okay, verstehe. Wir versuchen es. Mal gucken, ob es hier irgendwo Sauerstoffflaschen gibt. Eine Sauerstoffflasche wäre echt gut. Gefahrenwarnung. Luftfilter, Datenkabel. So Zeug haben wir ja eigentlich. Kernschmelze eingetreten. Gib dich zur Rettungskapsel. Mal gucken, ob hier irgendwo. Das sind Schalter. Wir schauen uns jetzt erstmal hier in Ruhe ein bisschen um. Ein Summer. Wozu kann ich einen Summer gebrauchen? Gibt's hier keine Sauerstoffflaschen? Hier geht's nicht weiter. Okay, Sauerstoff existiert hier einfach nicht. Nehme ich noch Datenkabel mit? Oh. Okay. Ich habe jetzt nach einer Sauerstoffflasche gesucht und wollte mich erstmal in Ruhe umgucken. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, Leute. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Warnhinweis, das Ding nehmen wir mit. Ich will es nicht auch einfach hier vorlegen erstmal. Also Warnhinweis, ein Summer. Ich die Sachen erstmal hier vorne ablege. Hier ist irgendwie so ein Stromverteiler. Eine Hochleistungssicherung. Also man kann nur so ein paar Teile mitnehmen, es sind aber auch ein paar Sachen drin. Jetzt weiß ich nur nicht. Hier so eine Pumpe vielleicht noch, eine extra Pumpe. Hier ist eigentlich gar nichts Geiles drin, denn ein Ausschalter. Weißt du, ob ich das jetzt brauche? Nehme ich noch eine Pumpe mit? Keine Ahnung, es ist nicht mehr viel Zeit. Da geht's los. Die Reise in den Weltraum. Gerade noch bei der Geburtenkontrolle und schon.
So. Es ist alles an, aber es geht irgendwie nichts. Das O2-System. Stromverteiler, Stromwandler. Wo können wir so Sicherungen einbauen? Man muss erstmal seinen Pott kennenlernen, so ein bisschen, hä? CO2 zu O2 Pumpe. Haben wir Batterie, Electric, Electric Display, Capacity. Gibt es hier sowas wie ein Filter? Nee, das ist eine Pumpe. Batterien. So, jetzt haben wir Strom, CRT. Hochleistung, Stromverteiler, eine Sicherung. Gravity Generator. Okay, das ist für die Schwerkraft. Was ist das für ein Ding? Einfach nur ein Spielzeug? Irgendwo hat er ein Lag. Okay, wir haben ein Lag, wir haben ein Lag. Warum? Wo ist das Lag? Wo ist das Lag? Finde das Lag. Da. Drücke E zum Benutzen. Drücke doch E zum Benutzen, Kreis. Boah. Okay. Oh. Was war das? Irgendwo hat es hier gescheppert. Ich muss hier irgendwo einen Filter übrig haben oder sowas. Das sind Dosen. Batteries, nee. Was haben wir denn hier unten eigentlich? Oh! Aber Druck wird generiert, oder? Der Hauptrechner ist offline. Ist das der Hauptrechner hier? Stromwandler, was kommt da rein? Was kommt da rein? Au! Hochleistungs hier so Stromwandler-Dinger. Gar nichts Cooles drin. Power Components. Das, was ist, was kommt da rein? Sicherungen. Die Dinger muss irgendwas rein. Oh. Sicherung, Sicherung. Tut mir leid, tut mir leid. Oh. Schon okay. Flüssigstickstoff, Stromwandler, Pumpe. Komm, wir haben zu wenig Oxygen. Es ist einfach so. Warum haben wir so wenig Oxygen? Weil die Sauerstoffflasche leer ist. Die Pumpe. Die vibriert. Sollen wir eine neue Pumpe reinmachen? Ich habe noch eine Pumpe da. Die Pumpe läuft erstmal.
Carbondioxid ist okay. Main Generator locked, unlocked. Okay, CO2-Kanister, O2-Kanister. Sowas habe ich gar nicht hier. Kommt denn da rein? Passt da eine Sicherung rein? Ich habe hier so ein Flashlight irgendwie, aber ich. Station. Achso, da könnte ich jetzt Sachen reintun. Die Pumpe. Und dann. Was ist passiert? Ah, ich wurde gerettet. Okay. Großer Akku. Ich kann Akku. Ah, okay. Habe ich freigespielt oder was? Hauptmenü, okay. Ich habe 6 Minuten überlebt und habe einen großen Akku freigespielt, offensichtlich. Sandkasten. Erkunde die Kapsel, experimentiere mit dem System, was dich hier töten wird. Bist du vermutlich selbst. Okay. Ah, okay. Ich denke, ich habe eine neue Komponente freigespielt. Und diese Akku-Dinger können wir jetzt wahrscheinlich hier reinstecken. Die sehen auf jeden Fall so aus, als würden sie da reinpassen. Ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, wir werden die Challenges immer weitermachen, werden versuchen, uns da so ein bisschen reinzufuchsen und dann vielleicht rauszufuchsen, wir wissen es noch nicht. Und dann werden wir das machen und vielleicht eines Tages werden wir vielleicht 30 Minuten überleben. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.